Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit einem kleinen PC-Heimnetzwerk unter Windows. Ich werde zeigen, wie man zwischen den PCs direkt Dateien austauschen kann und wie der Ordnerzugriff auf Ordner des jeweils anderen PCs funktioniert. In meiner Konfiguration ist es so, dass ich mit einem Laptop arbeite, der über WLAN mit einem Router verbunden ist. Das spielt aber keine Rolle, ob das eine WLAN oder eine LAN-Verbindung ist. Und ich verfüge über einen Desktop-PC, der ebenfalls über WLAN mit dem gleichen Router verbunden ist. Wichtig ist dabei, dass sich beide Geräte im gleichen Netz befinden. Das ist natürlich unter dem Router einzurichten. Diese Einrichtung zeige ich in diesem Video nicht. Ich werde dabei so vorgehen, dass ich auf meinem Laptop einen Benutzer anlege, den brauche ich dafür, um vom Desktop auf diesen Laptop zugreifen zu können. Ich werde auf diesem Laptop einen Austauschordner anlegen, von dem aus ich dann Dateien abgreifen kann, die sich auf dem Laptop befinden, obwohl ich am Desktop-PC arbeite. Und ich werde dabei zeigen, welche Freigaben dafür nötig sind. Ich werde in diesem Fall auf dem Desktop-Rechner keinen entsprechenden Austauschordner anlegen, denn ich komme völlig damit aus, wenn ich nur auf einem der beteiligten Computer einen solchen Ordner einrichte. Im nächsten Schritt werde ich nun zeigen, wie ich auf dem Laptop einen Benutzer anlegen kann. Dazu gebe ich hier unten unter Windows 10 den Begriff Einstellung ein. Damit gelange ich zu der entsprechenden App, mit deren Hilfe ich Konten anlegen kann und damit auch Benutzer anlegen kann. Wir sehen das hier an dieser Stelle. Ich gehe auf Konten, dort auf Familie und andere Benutzer, hier unten auf diesem PC eine andere Person hinzufügen. Und ich werde nun aufgerufen, eine E-Mail anzugeben. Eine E-Mail von Microsoft. Das möchte ich aber in diesem Verfahren vermeiden. Daher klicke ich auf Ich kenne die Anmeldeinformation für diese Person nicht, werde weitergeleitet und ich werde abermals darum gebeten, ein Microsoft-Konto anzulegen. Das möchte ich nicht. Dazu kann ich unter Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen gehen und bin nun in der Lage, einen beliebigen Namen anzugeben. Ich gebe hier Testnutzer ein. Muss nun ein Passwort eingeben und natürlich bestätigen. Jetzt werde ich aufgerufen, drei Sicherheitsfragen vorzugeben und deren Antwort vorzugeben, damit ich im Zweifelsfall mit Hilfe dieser Fragen das Passwort wieder erfragen kann. Ich gebe jetzt natürlich mehr oder weniger sinnlose Dinge ein, da das ja hier nur dazu dient, um weiter fortfahren zu können. Weiter. Und ich sehe nun, dass ich auf diese Weise einen weiteren Nutzer angelegt habe unter Windows. Und genau diesen Nutzer werde ich später anwenden können, um von einem fremden PC auf Ordner zuzugreifen, die ich auf meinem Laptop freigegeben habe. Ich befinde mich nach wie vor auf meinem Laptop. Dort habe ich unter C bereits einen Austauschordner angelegt, den habe ich Austauschordner Laptop genannt, damit ich beim späteren Zugriff vom Desktop aus sofort erkenne, dass ich mich dann auf dem Laptop bewege. Ich muss nun diesen Austauschordner freigeben und ich muss gleichzeitig angeben, welche Benutzer darauf zugreifen dürfen. Dazu rechte Maustaste, Eigenschaften. Ich hebe den Schreibschutz auf, übernehmen, sage, dass auch darunterliegende Ordner nicht mehr schreibgeschützt sind, gehe auf Freigabe, abermals auf Freigabe und sehe, dass hier im Moment nur ein Benutzer zugeordnet ist, nämlich das bin ich selbst, ich benutze den PC und werde nun an dieser Stelle den Testnutzer auswählen können, der damit auch einen Zugriff auf diesen Austauschordner erhält. Ich muss nun aber hier unbedingt auf Hinzufügen klicken. Es reicht nicht, wenn ich direkt auf Freigabe gehe. Hinzufügen. Der Testnutzer ist diesem Ordner zugeordnet. Und ich muss nun die Rechte
weiter öffnen oder einschränken. Ich gehe hier auf Lesen und Schreiben, denn ich möchte ja diesen Ordner nutzen, um von beiden Geräten aus dort Dateien abzulegen oder auch zu entfernen. Nun Freigabe. Und wenn ich hier drauf klicke, kann ich nun alle Ordner erkennen, die auf meinem PC, auf diesem Laptop freigegeben sind. Damit ist der Ordner angelegt und ich kann nun vom Desktop aus auf diesen Ordner zugreifen. Nun befinde ich mich auf meinem Desktop-Rechner, habe den Windows Explorer geöffnet, bin dort auf Netzwerk gegangen und sehe hier nun die Computer, die im Heimnetzwerk vorhanden sind. Das ist einmal der PC, an dem ich mich hier befinde, der Desktop-PC, die Fritzbox und der Laptop, auf dem ich eben den Austauschordner angelegt habe. Hier klicke ich drauf. Man muss ein bisschen Geduld dabei haben, denn die Verbindung zum Laptop muss erstmal hergestellt werden. Wenn man hier allzu schnell draufklickt, dann mag diese Verbindung noch nicht stehen. Ich klicke hier drauf, Doppelklick. Jetzt muss ich Netzwerkanmeldeinformationen angeben. Das ist recht irritierend formuliert, finde ich. Hier muss ich nun den Testnutzer eingeben, den ich eben angelegt habe auf dem anderen Rechner und das Passwort eingeben und werde nun auf den dort freigegebenen Ordnern landen. Das ist der Austauschordner, den ich hier habe. Ich sehe die beiden Bilder, die ich dort angelegt habe. Und ich kann genauso gut auch von diesem Desktop-Rechner aus hier neue Dateien anlegen, sodass also nun durch diesen einen Austauschordner, den ich auf dem Laptop angelegt habe, der Dateiaustausch zwischen diesen beiden Rechnern möglich ist. Ich muss noch nicht mal unbedingt das gleiche Verfahren auf diesem Desktop-Rechner ebenfalls anwenden, denn ich komme ja hier mit diesem einen Austauschordner vollständig aus. Ich kann natürlich nun auch hergehen und ganze Dateistrukturen auf dem Laptop freigeben, sodass der Zugriff von hier aus auf diese Dateistrukturen möglich wäre. Ich persönlich bin da allerdings recht vorsichtig, da man dann doch häufig durcheinander gerät und möglicherweise Dateien löscht, die man gar nicht löschen will. Das ist auch der Grund, warum ich hier ausdrücklich Austauschordner Laptop schreibe, damit für mich auch auf dem Desktop eindeutig klar ist, in welchem Ordner ich mich gerade befinde. Ja, das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.